Hallo Leute, willkommen zurück bei Saraya Millionär. Heute ist Wochenende, Samstag. Ich habe mir gerade nochmal einen Kaffee eingelassen, habe ein paar chillige Beats angemacht für den Hintergrund und ich werde euch heute mein neues Rare All-Star Team vorstellen für die neue Saison. Viele von euch haben mir jetzt schon seit längerer Zeit danach gefragt, wie mein Team aussieht und was ich mir dabei gedacht habe. Heute ist es soweit. Ich werde euch zeigen, wie mein Team aussieht, wie ich es zusammengestellt habe und warum ich das getan habe. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, ich habe es eben gerade erst gesehen. Es gibt auch ein neues Team bei Saraya San Lorenzo von der argentinischen Liga. Habe ich noch gar keinen Blick drauf geworfen, werde ich vielleicht dann mal im nächsten Video machen, weil es da jetzt heute nicht drum gehen soll. Wir befinden uns zwar auch in Südamerika mit meinem Team. Ein paar haben es vielleicht schon gesehen, wenn sie mal in Saraya Data reingeschaut haben und mein Team sich angeguckt haben. Wir werden auf jeden Fall heute auf das Team eingehen und werden damit jetzt starten. An der Stelle natürlich, wenn euch das gefällt, wenn euch mein Content gefällt, lasst ein Video ein Like da, abonniert meinen Kanal, wenn noch nicht getan, haut auf die Glocke. Wir haben die 1000 Abos voll und heute gibt es noch eine geile Neuigkeit in eigener Sache. Und zwar möchte ich euch was vorstellen, was ich selbst hergestellt habe, kreiert habe, designt habe quasi. Weil mich so ein bisschen gestört hat, dass ich da nichts selbst hatte, habe ich es einfach selbst in die Hand genommen und umgesetzt. Und zwar geht es darum, dass ich ein kleines Notizbuch erstellt habe. Warum fragen Sie jetzt viele Notizbuch? Ja, bei mir ist es immer so, ich habe hier immer hunderte von Zetteln rumfliegen, gerade was auch Saraya angeht. Ich schreibe mir Spiele auf, die ich auf die Watchlist nehme, Preise dazu etc. pp. Und habe mir gedacht, das könnte auch ein bisschen schöner sein. Und habe dazu ein kleines Notizbuch bestellt, was man erstellt, was man ganz normal bei Amazon kaufen kann. Ich möchte das heute mal nur mal ganz kurz zeigen, weil sich das natürlich auch perfekt eignet für euch, wenn ihr eure Teams zusammenstellt, wenn ihr sehen wollt, wie ihr in den Einzelligen oder Wochen abgeschnitten habt und einfach euch ein paar Notizen zu dem Thema Saraya machen wollt. Dann zeige ich euch gerade mal, wie das ganze Ding aussieht. Das ist er hier, der Season Planner 2022-23. Ich habe mich da klassisch an den Fußball gehalten, quasi an ein Fußballtrikot soll es erinnern. Es gibt hier verschiedene Farben mit verschiedenen Rückennummern auch. Und ich finde das eigentlich ein geiles Design. Habe es natürlich auch selbst für mich in Benutzung. Und können wir einen kleinen Blick reinwerfen auch nochmal, wie es von innen aussieht. Also es gibt hier 120 Seiten. Hier könnt ihr euch ganz normal Sachen notieren und jede zweite Seite hat dann quasi so ein leeres Fußballfeld, wo ihr euch auch entweder Skizzen machen könnt oder euer Team eintragen könnt, wie ihr wollt. Jede Seite ist mit einem Datum versehen. Also meiner Meinung nach echt eine coole Sache. Und ja, wenn ihr Bock habt, das Ding hier euch zu holen, diesen Season Planner, die Links dazu sind unten in der Videobeschreibung, kriegt ihr ganz normal über Amazon. Könnt ihr also dementsprechend komplett normal bestellen, wie ihr das kennt bei Amazon. Und natürlich verdiene ich hier mit jedem verkauften Exemplar ein bisschen was. Ist auch Teil dieses Saraya-Projekts. Und wenn ihr da Bock drauf habt, unterstützt ihr mich und das würde mich natürlich freuen. Hier habe ich dann nochmal die Übersicht der verschiedenen Farben. Also es gibt einen schwarz-roten zurzeit, einen blau-roten und einen gelb-schwarzen. Angedacht eigentlich, schwarz-rot habe ich angefangen für mich als Eintracht-Fan. Blau-rot natürlich für die Bayern eventuell und gelb-schwarz für Borussia Dortmund. Wenn ihr hier noch andere Designs haben wollen würdet, andere Farben, dann lasst mich das einfach gerne wissen. Schreibt es unten in die Kommentare, kann ich für euch erstellen, gar kein Problem. Und kann die dann auch auf Amazon hochladen und ihr könnt die erwerben. Wenn ihr auf den Link unten klickt, kommt ihr dann ganz normal auf die Amazon-Seite. Hier ist leider nur das vordere Bild zu sehen, deswegen habe ich es euch hier nochmal gezeigt, wie das Mockup wirklich aussieht mit der Rückseite. Und ja, könnt ihr ganz normal bestellen, 7,99 kostet er momentan 120 Seiten. Und ja, da habt ihr auf jeden Fall eine zentrale Anlaufstelle, wo eure ganzen Notizen für Saraya oder jedes andere Fantasy-Football-Game, wie auch Ultimate Champions, notiert werden kann. Gut, sollte nochmal gesagt sein, also ich bin stolz drauf, dass ich das hochgeladen habe jetzt und dass das geklappt hat, war einiges an Arbeit, die da drin steckt. Aber ja, wenn ihr Bock habt, klickt unten auf die Links und besorgt euch den Season Planner. Dann kommen wir mal zum Video. Heute geht es ja um ein Team und welches Team das sein wird. Hier werden wir es gleich sehen. Es handelt sich um Atlas FC aus der mexikanischen Liga. Ich bin super hyped, weil das Team jetzt in der diesigen Game Week sein erstes Spiel hat. Mexiko fängt jetzt in der ersten Juliwoche quasi schon an wieder zu spielen. Deswegen war es auch der Grund, warum ich mir das Team zusammengestellt habe. Ich habe es versucht in einem Tief zu kaufen und jetzt vor Saisonbeginn merkt man schon, wie hier die Preise angestiegen sind. Also es hat sich allein schon wieder für den monetären Wert, also Ethereum-Anstieg, können wir uns dann auch gleich nochmal angucken, gelohnt. Das war nämlich auch Teil der Strategie. Aber ich möchte euch erstmal erklären, warum ich dieses Team gewählt habe. Um ehrlich zu sein, ich bin wirklich fast jede Liga
und jedes Top-Team durchgegangen. Ich wollte mir für die nächste Saison ein Team zusammenstellen, von dem ich einfach einen relativ schnellen Return on Invest wiederbekomme. Bei dem Threshold-Team, das das ja hier darstellt, ist es ja oder sollte es ja so sein, dass natürlich möglichst viele Spiele dieser Spieler gespielt werden in der Saison. Dass die Spieler, die man hat, auch oft spielen. Das heißt, dass sie eine hohe Einsatzzeit haben und dass halt vielleicht eventuell mit viel Glück dann auch mal die ein oder andere Karte dabei rauskommen kann als Reward. Nachdem ich da wirklich sehr, sehr viel durchgeforstet habe, bin ich im Endeffekt bei Atlas FC hängen geblieben. Gibt jetzt noch ein paar Probleme auch für die kommende Saison, was dann Wechselgerüchte noch angeht, aber momentan sieht es noch so aus, als wäre die Aufstellung, so wie sie hier zu sehen ist und was auch mein Team widerspiegelt aktuell, die Aufstellung, mit der Atlas jetzt diese Woche antreten wird oder in dieser Gameweek antreten wird. Ich habe jetzt einfach mal auf ein Jahr zurückgestellt, dass man mal sieht, wie das Team hier abgeschnitten hat, so wie ich es aufgestellt habe. Habe momentan alle nur mit einem 5% Season-Bonus versehen und dem guten Andersen Santa Maria die Captain-Binde gegeben. Wie ihr seht, haben wir hier einen Schnitt so von um die 30 Jahren. Die einzige Ausnahme nach unten ist Julian Ginones, der momentan noch ziemlich gehypt wird in den mexikanischen Ligen und vielleicht auch ein Kandidat ist, der mal in die MLS wechselt. Sehr guter Spieler auf jeden Fall, noch jung. Und hat auch gerade in der letzten Saisonhälfte dazu beigetragen, dass Atlas zweimal hintereinander die Apertura und Clausura gewinnen konnte. Atlas hat das ja geschafft, obwohl sie erstmal tabellenmäßig erst gar nicht so gut dargestanden haben. In der Apertura, also in der ersten Hälfte quasi der Saison und in der Clausura der zweiten Hälfte der Saison in Mexiko zu gewinnen. Also sie haben beide mal den Pokal geholt und das wurde natürlich dementsprechend gefeiert. Also es ist eins der Teams, die hier anscheinend willensstark genug sind, um sich hier durchzusetzen, auch in solchen Wettbewerben. Gut, wenn wir mal ein bisschen runterschauen, sieht man jetzt hier aktuell der Lineup-Price für das gesamte Team ist aktuell bei 2.300 Euro ungefähr. Recent Average war 1.800, das heißt, es ist schon ja, ein gutes Stück nach oben gegangen. Das werden wir aber auch gleich nochmal sehen, wenn wir uns die Entwicklungen von den Preisen angucken werden. Und gehen wir aber mal auf das Team oder auf die Performance des letzten Jahres ein. Wie ihr hier sehen könnt, in 37 Game Weeks haben alle dieser Spieler gespielt, was eine der höchsten Zahlen war, die ich finden konnte. Das ist auch schon mal wieder gespiegelt natürlich in den L40-Scores. Hier sieht man, dass fast alle über 90% sind. Insgesamt waren aber diese Spieler Core, ein Teil des Cores von dem Team, der halt wirklich konstant gespielt hat und auch konstant relativ gute Leistung abgeliefert hat. Wenn man das hier sieht, sieht man, dass das eigentlich ganz schön aussieht. Es gibt immer mal Ausschläge nach oben, das heißt, es waren durchaus mal Rewards drin. Und wenn man mal guckt, der niedrigste Wert war hier die 157, war dann ein Spiel, wo Julian Ginones auch nicht gespielt hat. Ich habe jetzt wirklich alle Spiele eingeblendet, wenn wir die mal ausblenden, wo wirklich nur alle gespielt haben. Dann werden wir sehen, okay, hier war nochmal ein relativ schlechtes Spiel mit 166 Punkten, wo Aldo Rocha nur 9,5 Punkte geholt hat. Alles andere, außer diese zwei Teams hier, und hier hinten ist nochmal eins, sind wir hier aber auf jeden Fall über der 200 und fast meistens sogar über der 250 Punkte Marke, was natürlich wichtig war, weil ich hier angreifen will, um große Thresholds zu holen. Ich gehe gerade nochmal zurück, dass wir wieder alle Spiele drin haben. Und das, was ihr jetzt seht, habe ich mal zusammengefasst. Wir haben innerhalb des ein Jahres Zeitraums, den wir uns hier anschauen, 24 Mal geschafft, den großen Threshold zu holen, 10 Mal geschafft, den kleinen Threshold zu holen. Das heißt, allein aus Thresholds für das letzte Jahr sind hier mit dem Team 0,58 Ethereum zusammengekommen. Zudem haben das Team 5 T2-Karten gewonnen und wie ihr hier seht, ja auch keine schlechten, also die sind eher im oberen Feld von den T2-Karten, genau wie diese hier, ne? Die so ein bisschen in der Mitte. Und hier haben wir noch insgesamt 3-mal T3-Karten geholt. Ich habe die T2-Karten jetzt einfach mal mit einem relativ niedrigen Schnitt von 0,2 Ethereum bewertet und die T3-Karten mit 0,1, sodass wir auch über die Saison hingesehen auf einen totalen Ethereum-Betrag von 1,3 Ethereum kommen. Wenn man diese 1,3 Ethereum mit den 0,58 Ethereum durch die Thresholds addiert, kommen wir auf 1,88 Ethereum. Und wie wir gleich sehen werden, ist das auf jeden Fall schon mal mehr als das, was das Team kostet. Und das ist erstmal das Ziel. Also innerhalb von einem Jahr auf jeden Fall den Ethereum-Betrag rauszuholen und eventuell noch zusätzlich Gewinne einzufahren, dadurch, dass Spielerpreise steigen. Teil 1 mit den steigenden Spielerpreisen ist für mich schon abgeschnitten. Jetzt ist nur die Frage, wie ich das halt weiterspiele. Mein Plan ist es eigentlich, die Truppe jetzt erstmal so auflaufen zu lassen und wirklich konstant jede Woche antreten zu lassen. Das heißt hier, außer ich weiß natürlich, dass irgendein Spieler DNP ist, weil er gesperrt ist, weil er verletzt ist etc., dann werde ich ihn natürlich ersetzen, aber ansonsten soll die Truppe einfach so konstant spielen. Hier soll keiner groß ausgewechselt werden, nicht drauf spekuliert werden, dass ein anderer Spieler besser performt, die Truppe soll wirklich so in dem Stack spielen.
Eine Idee, die ich noch dahinter habe, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob ich es umsetze, ist, dass ich das Team jetzt hier vielleicht erst in nur einen Monat sogar spielen lasse und dann zum neuen Saisonstart, wenn die Preise hier eventuell schon wieder ein Stück gestiegen sind, das Team verkaufe und mir dann ein europäisches Team kaufe. Da bin ich auch noch nicht so sicher, weil es gibt ja inzwischen auch eine Menge neue Ligen, die ich in dem letzten Video ja auch schon mal kurz vorgestellt habe. Link dazu findet ihr auch oben jetzt rechts in der Ecke. Und dazu kann ich die Spieler ja auch einsetzen. Also ich habe jetzt die Unique-Karte zum Beispiel mit Alfonso Pedraza, kann diese in Unique-Kickoff spielen mit einem Unique-Spieler und vier weiteren Rare-Karten. Allein dafür wäre es vielleicht auch sinnvoll, so eine Truppe zu haben, die im Schnitt vielleicht eher unter 50 Punkten liegt in den letzten 50 Spielen, aber insgesamt eine gute Mannschaft in sich ist und auf jeden Fall mal nach oben ausbrechen kann. Von daher ist es noch so ein bisschen unsicher, wie ich damit umgehen werde, aber so war zumindest der Plan. Kaufe die Spieler erstmal, wenn sie im Low sind quasi, bevor die Saison losgeht. Nimm die Spieler mit, nimm die Wertsteigerung mit, spiel bis die europäischen Ligen wieder anfangen und verkauf dann diese Spieler zu einem höheren Preis, sodass ich wieder Kapital für die europäischen Ligen habe. Klar, wäre es ein bisschen spät, wenn ich jetzt die europäischen Ligen erst einkaufe, wenn die begonnen haben, weil dann sind die Preise natürlich auch oben. Deswegen baue ich parallel hier schon noch ein bisschen an einem anderen Stack rum. Der hat leider noch nicht so ganz funktioniert, wie ich wollte, weil ich die Spieler noch nicht so bekommen habe, wie ich wollte. Aber deswegen mache ich mir jetzt auch gar keinen Druck und lasse dann halt eventuell einfach die Truppe hier weiter antreten. Wenn wir ein bisschen runtergehen, können wir uns mal die Preisentwicklung sehen. Hier ziemlich vor einem Jahr waren wir auf einem ähnlichen Level, wie wir das jetzt sind. Und wir sind dann hier konstant über den Winter angestiegen bis zu einem Hoch im Januar, was dann nochmal gefallen ist und im Februar fast nochmal erreicht wurde und inzwischen sind wir wieder hier unten. Das heißt, wenn wir momentan hier mit dieser Gesamtmannschaft, die ja jetzt hier einen Wert hat, aktuell schon von 2300 mit dem Linefloor ab, da sind wir ja schon fast wieder in dem Bereich von hier. Hier wird ja aber der Average-Preis wahrscheinlich berechnet oder angezeigt, bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber wir haben hier normalerweise noch ein bisschen Luft nach oben. Vor allem kann man die Spieler momentan auch noch günstiger über die Auktionen abgreifen. Weil wie ihr hier seht, ist ja der Average zum Floorpreis einfach ein relativ großer Unterschied. Also wir haben hier 200er Average Price, das sind ja eher die Preise, die ihr noch auf dem Markt bekommt. Und hier sind die Floor Prices von den Manager angeboten, die ja momentan hier, zumindest bei den beiden Spielern, noch massiv auseinandergehen. Also die kriegt ihr auf jeden Fall noch günstiger, wenn ihr die ganz normal über Auktionen momentan euch holt. Sache ist natürlich, was ich mir auch bewusst war, dass ich mir die alten Saisonkarten gekauft habe und dass ich aber darauf spekuliere, dass die neuen Saisonkarten vielleicht frühestens Anfang Mitte September kommen. Das heißt, ich denke, ich kann mit diesen Saisonkarten und dem Saisonbonus noch bis September spielen und habe die Mannschaft vielleicht bis dahin schon wieder oder die XP von den Jungs schon wieder hochgetrieben, dass die zumindest schon wieder auf einen 3 oder 3,5% Bonus sein werden. Wird sich dann auf jeden Fall zeigen. Gut, wenn ihr euch die Mannschaft auch mal genauer angucken wollt, habe ich die euch nochmal hier in eine Watchlist gepackt. Die Watchlist verlinke ich euch auch unten. Ist ja auch ein neues Feature von The Rare Data, was ziemlich genial ist. Man kann sich hier eigene Watchlists erstellen und die auch öffentlich machen. Diese ist jetzt hier öffentlich und den Link unten habt ihr in der Videobeschreibung. Da habe ich jetzt einfach mal die Spieler reingepackt, wie ich sie jetzt gekauft habe und aufgestellt habe. Und wenn wir hier nochmal auf Prices sehen und gehen mal auf die Rare Cards und auf ein Jahr, dann können wir mal sehen, wie die sich entwickelt haben. Hier waren wir jetzt natürlich noch relativ weit unten und wie eben auch schon gesehen, seit August oder seit dem Herbst geht es dann nach oben bis Januar, Februar und von da wieder ein Stück nach unten. Auf Ethereum sieht es natürlich ganz anders aus, ist natürlich auch dem geschuldet, dass es diesen Krypto-Crash gibt noch zurzeit und hier sind wir jetzt schon wirklich weit, weit über den Werten vom letzten Jahr, aber das ist ja wie gesagt hängt eher an dem Krypto-Umfeld zurzeit. Was ihr unten sehen könnt, ist aber auch die Entwicklung der Spieler und wie sie jetzt gestiegen sind. Gerade hier ganz oben Camilo Vargas habe ich relativ günstig schießen können, ist jetzt schon massiv gestiegen. Der eben angesprochene Gignonis ist jetzt hier schon ein ganzes Stück nach oben gegangen. Und die anderen drei Spieler sind, sag ich mal, relativ normale Spieler, die jetzt nicht so viel reißen. Vielleicht die sind dann auch dementsprechend niedrig geblieben. Wechselgerüchte gibt es aktuell von Gignonis und auch von Julio Furch. Das ist ja einer der anderen Stürmer, die auch auf jeden Fall interessant wären für das Team. Aber bisher wurde da noch nichts bestätigt. Es war Gignonis, war mit CF America, heißen sie, glaube ich, also auch einem der besten Vereine in Mexiko in Verbindung gebracht worden. Hier bleibt es jetzt abzuwarten, wie sich das entwickeln wird. Jetzt gerade im ersten Spiel spielt Atlas gegen America und auch Julio Furch wurde mit America in Verbindung gebracht, weil die beiden ganz gerne im Doppelpack anscheinend gekauft werden, weil die zwei anscheinend sehr gut harmonieren im Sturm. Deswegen war für mich auch noch die Überlegung, eventuell Furch noch zu holen und wirklich eine offensivere Mannschaft zu stellen mit Gignonis und Furch und dann eventuell nur einem Defender. Wenn ich
ziemlich viel halte, ist auf jeden Fall Anderson Santamaria. Auch ein sehr guter Verteidiger von Atlas, genauso wie der Goalkeeper. Auf jeden Fall gesetzt, Camilo Vargas. Und Aldo Rocha im Mittelfeld, ein guter Mann für einen relativ geringen Preis eigentlich zu haben. Ein anderer Spieler, der auch noch interessant sein könnte, ist Luis Reyes, heißt er. Auch im Mittelfeld, hat gerade in den letzten Spielen, jetzt wo es dann auch um den Pokal quasi ging, also um den Gewinn der Klausura, hat er Punkte geholt, hat ein paar Mal Tore gemacht. Also auch auf jeden Fall ein guter Spieler, den man sich mal anschauen kann. Ja, wenn man auf den Blick auf die Stats wirft, sieht man hier Top 5 Average, 56 von Ginones, Rocha, also alles so um die 50, das heißt klassisch Threshold-Team. Allround Averages hier relativ gut von Santa Maria, 15, ja, da gucke ich eigentlich eher Richtung 20, aber 15 ist da auf jeden Fall in Ordnung. Und was eben wichtig ist, alle haben relativ viel Spielzeit. Tore, Ginones mit 8 und 3 Vorlagen, was auf jeden Fall in Ordnung ist für einen relativ guten Stürmer. Und dann schon Rocha aus dem Mittelfeld, der auch hier Vorlagen und Tore geboten hat. Aus der Abwehr sonst hier mit Santa Maria und Nervo gibt es da weniger Tore. Wird sich zeigen in der neuen Saison, ob sich das eventuell ändern wird. In der letzten Saison hat Atlas leider auch relativ viel Tore gefangen. Das war in der Saison davor nicht so. Da hoffe ich auch und da spekuliere ich so ein bisschen drauf, dass dieses Mal mit den Pokalen in Rücken und der Stärke des Teams im Rücken, da auch einfach öfters die Null gehalten werden kann. Und ja, ich bin sehr gespannt auf das Spiel morgen gegen America direkt, wie das ausgehen wird. Ja, das ist auf jeden Fall das Team, was ich zusammengestellt habe. Und wenn ihr jetzt auch Bock habt, in der mexikanischen Liga anzugreifen, habe ich noch eine zweite Watchlist erstellt, Liga MX Watchlist, wo ich noch ein paar andere Spieler draufgepackt habe, die ich auch interessant finde für die aus der mexikanischen Liga. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Link dazu ist auch unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt diesen Watchlist dann auch mal einfach ein Herzchen da lassen hier. Bringt mir jetzt wahrscheinlich nichts, aber sieht schön aus, weil diese Watchlists dann nach oben gerankt werden. Wenn diese Watchlists nach oben kommen, kriege ich wieder mehr Sichtbarkeit und kann dementsprechend eventuell auch noch ein paar Follower für meinen Kanal bekommen. Ja, lasst mich gerne mal wissen, was ihr von dem Team haltet, wie ihr die Idee dahinter findet. Ich will im nächsten Video zeige ich euch dann vielleicht nochmal kurz, zu welchen Preisen ich die Spieler auch gekauft habe, sonst wird das jetzt hier ein bisschen lang. Können wir nochmal auf die einzelnen Spieler eingehen, vor allem jetzt nachdem auch die ersten Spiele gespielt wurden. Und wie es bis dahin gelaufen ist, gebe ich euch dann nochmal ein Recap. Ich bin bisher auf jeden Fall zufrieden, weil wie gesagt, Preissteigerungen waren schon ziemlich enorm, muss ich sagen. Habe ich gut getimed, in dem Fall Glück gehabt. Und ja, wir kommen immer näher an die neue Saison. Ende Juni fangen jetzt auch schon wieder die belgischen Ligen an, glaube ich. Die fangen auch ein bisschen früher an. Von daher bin ich wirklich, wirklich hyped, wie es jetzt weitergeht bei The Rare. Mit Mbappe auch im Hintergrund, mit all den neuen Änderungen, den neuen Tournaments. Also hier geht es wirklich vorwärts, denke ich, in der neuen Saison. Und wie gesagt, für alle, die Bock haben, den Planner sich anzuschauen, checkt einfach unten die Links ab in der Videobeschreibung. Geht zu Amazon, holt euch den Planner. Dann habt ihr eine zentrale Anlaufstelle für eure So Rare Notizen. Gut Leute, dann wünsche ich euch allen ein entspanntes Wochenende, viel Erfolg bei den anstehenden Tournaments und haut rein. Ciao, ciao.